Wusstet ihr eigentlich, dass Thaddeus Tentakel der beste Künstler ist, der je gelebt hat? Im Laufe der Serie wird Thaddeus immer wieder für seine angeblichen künstlerischen Unfähigkeiten gemobbt. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was Kulturbanausen zu seinen Kunstwerken sagen. Ich bin auf einem Einkaufsbummel. Ich kaufe Kunst für mein neues Museum. Ich bin der größte Künstler in Bikini Bottom. Das hier trägt den Titel der geflügelte Thaddeus. Ich glaube nicht ganz, dass das zu den anderen Stücken in meiner Sammlung passt. Warum nicht? Na, weil es eine Kunstsammlung ist. Wie wär's mit dem hier? Es heißt, ein Hauch von Tüll. Oder er gehört in den Müll. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass dieser Mann ein künstlerisches Genie ist? In Staffel 1, Folge 11, die Wachsfigur, sieht man nämlich das hier. Deine Nase, deine Augen. Huch, nein, schielen tun wir nicht. So, tja. Und nachdem ich mich nun auch in Wachs verewigt habe, darf ich mich als Meister aller bildenden Künste bezeichnen. So, dann schauen wir uns diesen Clip mal genauer an. Denn es reicht nicht, dass er sich nun als Meister aller bildenden Künste bezeichnen darf. Nein, hier verstecken sich noch viel mehr Details, als ihr denkt. Denn hier wird er von den Machern der Serie sogar mit Leonardo da Vinci verglichen. Schaut man hier nämlich an die Wand, sieht man, dass Thaddeus das Ebenbild zum vitruvianischen Menschen gezeichnet hat. Das ist aber noch lange nicht alles. Auch die Vase, die hier eindrucksvoll gezeigt wird, ist eine Anspielung an berühmte Vasen, die damals 600 vor Christus geschaffen wurden, um die Olympischen Spiele zu zelebrieren. Dies war damals nicht nur aufwendig, sondern auch sehr kostspielig, weshalb diese Vasen noch bis heute einen sowohl großen kulturellen als auch einen hohen monetären Wert haben. Im Endeffekt kann man sagen, dass diese Vasen sehr legendär sind. Schaut man sich zudem das gemalte Selbstporträt von Thaddeus an, erinnert es stark an eines der berühmtesten Selbstporträts der Geschichte, nämlich an das des allseits bekannten Künstlers Van Gogh. Ich denke, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, dass diese Ähnlichkeiten nicht von der Hand zu weisen sind. Er hat also nicht nur 7 verschiedene Arten von Kunst gemeistert, sondern kann sich in diesen Kunstarten sogar mit den größten Größen messen und sieht neben ihnen nicht weniger gut aus. Wir sind hier aber noch nicht mal fertig. In Staffel 2, Folge 38, das Meisterwerk, hielt er nämlich einfach so nebenbei einen perfekten Nachbau der Statue David, die ihr wirklich alle schon mal gesehen habt. Ihm ist in nicht mal 5 Minuten das gelungen, wofür Michelangelo viele Jahre brauchte. Und komischerweise kommen dann die, die damals am lautesten gelacht haben, sofort wieder angekrochen, wenn man es zu etwas bringt. Einen schönen Tag wünsche ich, mein Herr. Sie sind der größte Künstler, der je gelebt hat. Selbst Gerd G. Geldspeicher musste sich letztendlich eingestehen, dass Thaddeus Tentakel der größte Künstler ist, der je gelebt hat. Ich hoffe, euch hat das Video über Thaddeus gefallen. Wenn dem so ist, dann liked das Video gerne und abonniert, falls ihr nichts mehr verpassen wollt.